Hi zusammen. Hier ist wieder Tobi von den Nerds. Und auf vielfachen Wunsch bereisen wir heute erneut den RE8 der ODEC. In Folge 32 von Filme aus dem Zug sind wir ja von Berlin nach Wismar gefahren. In der heutigen 34. Folge geht es nun also auf den Rückweg von der Ostsee in die Bundeshauptstadt. Aber fangen wir von vorne an. Nach der Pause hier in Wismar, in der wir den Zug natürlich für die Rückfahrt vorbereitet haben, also Stromabnehmerwechsel, Fahrgastinformationssystem für die Rückfahrt umstellen, ganz wichtig die Bremsprobe und natürlich der Blick, ob außen und innen am Zug alles in Ordnung ist, geht es auf der eingleisigen Strecke nun zurück nach Bad Kleinen. Und von dort aus dann nach Schwerin, Hauptbahnhof, wo wir einen längeren Aufenthalt von rund 10 Minuten haben werden. Der Grund ist, dass wir dort Anschlussreisende vom RE1 aus Hamburg aufnehmen müssen. Ja, und dann geht es an diesem Tag, dem Feierabend entgegen, über Ludwigslust, Wittenberge, Nauen und Spandau bis nach Berlin-Charlottenburg. Auch auf dieser Tour sind wir wieder über 3 Stunden unterwegs und bereisen dabei das wundervolle Mecklenburg-Vorpommern oder MacPom, ganz wie ihr mögt, und natürlich Brandenburg. Los geht's also, der erste Halt wird Dorf Mecklenburg sein, der Ausstieg dann in Fahrtrichtung rechts.
Fahrtrichtung rechts.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Und da ist der Tobi mit dem 62014. Hallöchen. Hallo. Alles klar, ich danke dir sehr. Bis dann, tschüss. Halte warten.
Station Karstädt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Thank you.
gesagt nicht drauf wetten, weil wir haben jetzt gerade ja schon einen Kohlezug vor uns gehabt und wir fahren jetzt erst auf Berlin zu. Halte ich für, naja, machbar, aber ich würde nicht drauf wetten.
Richtung rechts.
Nächste Station, Glöwen. Bitte beachten Sie den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Naja, also in Wismar ging noch eins laut Zugbegleiterin.
4 erreichen beim nächsten Halt Falkensee. Fahrgäste, die weiterreisen möchten zum Flughafen Berlin-Brandenburg, steigen bitte in Falkensee aus, bleiben bitte auf dem gleichen Bahnsteig und nehmen den nachfolgenden Zug, die RB14 Richtung Südkreuz und fahren bitte bis Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof können Sie dann mit dem FIX weiterreisen zum Flughafen Berlin-Brandenburg. Am Hauptbahnhof fährt dieser 13.21 Uhr von Gleis 6. Ich wiederhole, Reisende, die zum Flughafen Berlin-Brandenburg möchten, steigen.
See. Halt aber. So, sorry, Fahrt auf HP0. Schieß los. Achso, alles klar. Und woanders hin kann ich nicht. Naja, das dauert richtig.
der Bahn. Wiederhole. Halt erwarten. Fahrt mit 80. Nächste Station, Berlin-Spandau.
Nächste Station, Berlin-Charlottenburg. Diese Fahrt endet dort. Bitte aussteigen. Halt erwarten, wiederhole. Und somit erreichen wir nach gut 3 Stunden den heutigen Endbahnhof des RE8 Nord, den Bahnhof Berlin-Charlottenburg. Der Grund dafür? Zur Zeit der Aufnahme gab es ja noch die Baustelle auf der Stadtbahn in Berlin. Ja, und da war eben in Charlottenburg Schluss. Und gleichzeitig war das auch fast mein Feierabend. Da ich ja der Potsdamer Dienststelle angehöre, durfte ich mich an diesem Tag noch von einem Kollegen im RE1 nach Hause fahren lassen. Auch als Lokführer ist es eben mal schön, gefahren zu werden. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem wieder etwas längeren Video eure Freude und die Führerstandsvideosammler eine weitere Strecke hin und zurück für die Sammlung komplett. Auch in diesem Video will ich nicht vergessen, mich zu bedanken. Natürlich zuerst bei euch, den Zuschauerinnen und Zuschauern und den unglaublichen Kanalsupportern. Allen voran Hamster0815P und Kalex. Ihr macht es mir immer wieder möglich, mein Equipment Stück für Stück für euch zu verbessern und euch damit immer bessere Videos anbieten zu können. Ja, und zugegeben, ich habe mir davon auch schon mal einfach ein Eis in der Pause gekauft. Vielen Dank euch allen. Das Eis war übrigens richtig lecker. Mein Dank gilt aber auch den unzähligen Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleitern und allen Kollegen bei der DB Netze, die unsere Fahrten sicher und überhaupt erst möglich machen. Danke euch für euren Dienst. Ja, und natürlich möchte ich auch einen Dank an meinen Dienstherrn nicht vergessen, der mir die Aufnahmen erlaubt und euch damit diese Videos überhaupt erst möglich macht. Ja, und da wir wissen, dass der Fachkräftemangel auch vor der Eisenbahn und ihren EVUs nicht Halt macht, wenn ihr Interesse am Beruf des Triebfahrzeugführers oder Zugbegleiters habt, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Gerne helfe ich euch, den ersten Kontakt zu meinem EVU herzustellen und auch eure ersten Fragen zu beantworten. Bitte habt aber Verständnis, dass ich nicht über Geld sprechen werde. Alle Fakten dazu sind auf der Homepage nachzulesen und werden euch von den zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Verwaltung beantwortet werden. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann ja in Zukunft als Kollegen auf Strecke wieder. Wer weiß. Übrigens, für diese Werbung bekomme ich kein Geld und ich will auch keins. Ich mach's einfach, weil wir Kollegen brauchen. Das übrigens bei allen EVUs auf der Strecke. Bleibt mir noch, jetzt in diesem Film, den Zug ordnungsgemäß abzustellen und dann endlich in den Feierabend zu starten. Und ihr? Ja, ihr bleibt bitte neugierig und gesund. Und auf bald im nächsten Video hier bei den Nerds.